Mit einer absoluten Premiere ging heute Mittag der Salzburg-Marathon zu Ende. Der 29-jährige Edwin Kemboi aus Kenia sicherte sich den österreichischen Meistertitel im Marathonlauf. Der Sieg des Favoriten hing aber am seidenen Faden, denn auf den letzten Metern am Residenzplatz kam es zu einem dramatischen Finale um Platz 1. Christopher Pöhl mit den Bildern des Tages. Edwin Kemboi und Julius Koic am Ende ihrer Kräfte. Die beiden Läufer aus Kenia verlieren auf den letzten Kilometern viel Zeit und retten ihren Vorsprung aus der ersten Runde noch ins Ziel. Kemboi, der seit 2 Jahren in Kärnten lebt und verheiratet ist, kämpft sich damit zum ersten Staatsmeistertitel. Ich bin stolz, österreichischer Meister zu sein. Das ist eine große Sache in meinem Leben. Und dann danke, Salzburg. Das war gut, das war perfekt. Bei den Damen geht der Staatsmeistertitel zum 3. Mal in Serie an Karin Freitag aus Tirol. Auch dem Salzburger Karl Aumeier gelingt ein gutes Rennen. Nach 2-jähriger Marathonpause lässt er sich vom schnellen Tempo der Konkurrenz nicht verleiten und wird am Ende Vizestaatsmeister. Ja, ich bin es mit Risiko angelaufen. Ich wollte wirklich entweder alles oder nichts. Die erste Hälfte war dementsprechend schnell. Und ich habe auf der zweiten dann einfach Tempo zurücknehmen müssen, weil ich muskulär doch nicht so gut gefühlt habe, wie ich es gerne gehabt hätte. Aber nichtsdestotrotz habe ich dann einfach geschaut, dass ich den 4. Platz absichern kann, dass ich schnellste Österreicher werde. Und mit dem bin ich sehr zufrieden. Das Marathonwochenende 2014 hat trotz des nasskalten Wetters rund 6.500 Läuferinnen und Läufer motiviert, die schöne, aber nicht leichte Strecke rund um die Salzburger Altstadt in Angriff zu nehmen. Also ich habe eine Riesenfreude, dass trotz des schlechten Wetters in der Früh, dass es heute noch so schön aufgeklärt hat, dass eigentlich dann perfekte Bedingungen für die Läufer gegeben waren. Und dass natürlich auch viele Hobbyläuferinnen und Hobbyläufer für persönliche Bestleistungen, für ganz besondere Lauferlebnisse genutzt haben. Ein kleiner Wermutstropfen bleiben vielleicht die Siegerleistungen. Das hätten wir uns besser vorgestellt. Für die meisten zählt beim Abenteuer Marathon aber ohnehin das persönliche Erfolgserlebnis viel mehr als die Siegerzeit.